Moin moin ihr Lieben, ja da bin ich wieder. Die Pause ohne Videos auf meinem Kanal ist doch etwas ausgeartet, also etwas länger geworden, als ich eigentlich wollte. Ich hatte diese Pause gar nicht geplant. Ich habe mir einfach immer vorgenommen, nur zu drehen, wenn ich auch wirklich Lust und Zeit habe. Und das war in den Wochen, in den letzten Wochen oder fast Monaten, ja es waren Monate, einfach nicht der Fall. Und dann kam es auch noch dazu, dass ich irgendwie verspürt habe, diesen Druck, diese ganzen Bücher, die ich gelesen habe, nachzuholen, also die ganzen Lesemonate. Also es wurde im Grunde nicht besser. Ich habe ja trotzdem weiter gelesen und die Stapel von den gelesenen Büchern, die ich noch besprechen wollte, die wurden immer größer und damit irgendwie auch so ein bisschen der Druck. Und deswegen hat sich's wahrscheinlich noch mal ein bisschen verlängert. Heute habe ich wirklich Zeit, ich habe nichts vor und ich habe Lust zu drehen. Und ich glaube aber trotzdem, dass es ein ziemlicher Akt werden wird, weil ich möchte wirklich alle drei Lesemonate, die letzten drei Lesemonate zusammenfassen, Februar, März und April, damit ich einmal wieder à jour bin, einmal wieder up to date und ihr auch. Und dann kann es im normalen Lauf wieder weitergehen. Und ich glaube, das ist in Ordnung, weil der Lesemonat März und April, das waren sowieso kleine Mini-Mini-Lesemonate. Dafür war der Februar umso erfolgreicher und mit dem fangen wir gleich an. Zunächst möchte ich aber ein kleines Dankeschön rausschicken für all die lieben Nachrichten und Kommentare, die mich in der Zeit erreicht haben, wo es keine Videos gab. Ob es mir gut geht oder dass ich vermisst werde und wann dann das nächste Video kommt. Also diese Nachrichten haben mich natürlich sehr gefreut. Aber ja, mir geht es gut und mir ging es auch gut. Es war einfach nicht die richtige Zeit für Videos. Und jetzt ist sie hoffentlich wieder gekommen. Also es stand auch außer Frage, irgendwann kommen die Videos wieder. Ich wusste einfach nur nicht, wann genau mich die Lust wieder packen wird und die Motivation, diese ganzen Bücher zu besprechen. Und ja, jetzt ist es soweit und jetzt wollen wir auch anfangen. Ich hoffe, ihr habt was Leckeres zu trinken oder irgendwas zu schnabulieren, damit ihr ja dieses lange Video, was es wahrscheinlich werden wird, wirklich genießen könnt. Aber ja, nach dieser langen Zeit freut ihr euch vielleicht auch über ein langes Video. So, ich habe in mein Buch der Bücher natürlich wieder notiert, was ich gelesen habe und wie viel ich gelesen habe und noch so einiges anderes. Wir fangen mit dem Februar an und der war wie der Januar wirklich sehr erfolgreich. Hätte ich nicht gedacht, nach dem super Start im Januar dachte ich, ja jetzt fällt es natürlich auch automatisch ab, aber im Februar war meine Leselust ungebrochen. Ich habe 4 Bücher gelesen, 4 Bücher gehört, also auch Hörbücher habe ich ordentlich mehr konsumiert als sonst. Es sind aber auch 4 Bücher eingezogen und ich wollte euch Ende Februar in dem Lesemonat unbedingt mitteilen, dass ich eine große Schallmauer durchbrochen habe. Und zwar wollte ich ja immer meinen Sub verringern, also meinen Stapel ungelesener Bücher, meine ungelesenen Bücher hier zu Hause ein bisschen reduzieren. Das ist ja ein Vorsatz für das Jahr 2022. Und so ein kleines Zwischenziel war es, unter die 40er-Marke zu kommen. Und das hat sich immer wieder so ein bisschen verzögert. Und jetzt war es endlich soweit, als ich am Ende des Monats die Statistik aufschreiben konnte, lag ich bei 38 Büchern. Und auch wenn es nur ein kleines Ziel ist und für manche total unwichtig, hat mich das wahnsinnig gefreut. Ja, genau. Ich glaube, mit der Statistik sind wir durch. Ich habe ein Buch abgebrochen, aber da kommen wir dann auch gleich zu. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mit den Büchern an. Und das sind für das, für den Lesemonat Februar, wie gesagt, so einige. Ich greife einfach mal rauf, es ist jetzt nicht so richtig sortiert. Ich hatte euch im Januar, glaube ich, schon erzählt, dass ich mit einem Hörbuch angefangen habe. Und zwar ist das Der Hobbit von Tolkien. Das wollte ich einfach noch, ich hatte es bereits gelesen in dieser schönen Ausgabe und wollte es gerne einfach nochmal auffrischen. Und ich dachte, so als Hörbuch wäre es doch vielleicht nochmal schön, so eine andere Perspektive zu erhalten und einiges hat man auch einfach wieder vergessen und so war es auch. Gelesen ist das Hörbuch von Gerd Heidenreich und ich finde, er hat das auch richtig toll gemacht, richtig eine schöne Erzählerstimme hat er, passte hier einfach zu dieser fantastischen Reise von Bilbo Beutlin
Und das Einzige, was mich sehr amüsiert hat und was überhaupt nicht in meinen Kopf zusammengepasst hat, es gibt hier halt einen Elbenkönig, der im Wald herrscht und lebt. Und den hat Gerd Heinreich auf eine ganz bestimmte Art und Weise gesprochen. Und ich dachte immer, woran erinnert mich das? Und warum passt es in meinem Kopf einfach überhaupt nicht zusammen? Und dann ist es mir eingefallen, das klang wie Peter Maffay. Und ein Elbenkönig und Peter Maffay neben, also das passt einfach überhaupt nicht. Also ist mir eingefallen, es musste ich aber einfach nur unglaublich lachen. Und wahrscheinlich habe auch nur ich diese Assoziation gehabt, weil einfach das R so gerollt war. Und ja, das fand ich so lustig, dass ich euch das auf jeden Fall erzählen wollte. Aber an sich hat der ja, Sprecher einen richtig tollen Job gemacht. Ich habe es genossen, das zu lesen, diese Reise vom Hobbit von Bilbo. Und ja, ich fand es einfach auch schön, mitzuerleben, wie Bilbo sich hier entwickelt hat, weil er ist ja eigentlich ein ganz gemütlicher, typischer Hobbit, der gerne isst, der gerne seine Pfeife raucht, der gerne zu Hause ist. Und dann kommen auf einmal ganz viele Zwerge bei ihm vorbei und der Zauberer Gandalf und sie sagen so, du bist jetzt mit dabei bei unserer Reise, wir wollen uns unseren Schatz und unser Zuhause zurückerobern. Dieser wurde nämlich von Smaug, den Drachen Smaug, besetzt, schon einige Jahre. Und jetzt wollen wir uns das wieder zurückerobern. Aber ja, dieser Berg, wo das Zuhause der Zwerge war, ist halt sehr, sehr weit entfernt. Und bis dahin muss man noch ziemlich viele Abenteuer bestehen. Und Bilbo sollte als Meisterdieb mitkommen, weil er eben klein ist und vielleicht auch flink. Aber er versteht gar nicht so richtig, warum. Und er ist total überrumpelt. Und ich hatte auch zwischenzeitlich auch immer wieder Mitleid, weil er sich in jeglicher Form, wenn es dann mal eine Gefahr gab oder er ja irgendwie in Bedrulle geraten ist, einfach zurückgedacht hat. Und jetzt könnte ich an meinem Kamin sitzen mit einem Buch in der Hand und eine Pfeife im Mund und was Leckeres zu essen. Was habe ich mir bloß dabei gedacht, hierbei zuzustimmen? Und ja, das konnte ich einfach total nachvollziehen, weil es ja auch überhaupt keine richtige Begründung gab, warum es ihn interessieren sollte, da mitzugehen. Und sie ihn eigentlich auch ziemlich ausgenutzt haben. Ich fand auch, dass die Zwerge hier gar nicht so, jedenfalls nicht immer und besonders Thorin, der Anführer, nicht gut wegkam. Und auch Gandalf manchmal doch etwas jähzornig rüberkam und sehr launisch. Aber es hatte auch einen gewissen Humor und es gab halt auch viele Stellen, die eben auch im Film nicht vorkommen, so schöne Wohlfühlstellen auch, ich sag nur Beorn, und die einfach im Film noch weggelassen worden sind, die vielleicht nicht ganz so actionreich sind, aber dafür einfach Spaß machen. Was mich ein bisschen geärgert hat, war, es läuft ja alles darauf zu, dass sie irgendwann zum Berg kommen und dann den Drachen begegnen. Und diese Begegnung fand ich einfach toll. Und ich mag Smaug, wie er hier dargestellt wird, aber auch im Kinofilm diese Stimme, dieses Vibrieren. Ich weiß noch, als ich im Kino saß und dann tatsächlich die Sitze mit vibriert haben, als diese Stimme gesprochen hat von dem Drachen. Was mich hier gestört hat, war, dass das irgendwie so schnell abgehandelt war. Das war irgendwie so der Höhepunkt, auf den man zugelaufen ist und dann war es vorbei mit dieser Drachenstory. Ich will jetzt nicht sagen, auf welche Art und Weise, aber es war vorbei. Und danach kam dann noch so ein Scharmützel, so ein Krieg und das hat mich überhaupt nicht interessiert. Und ich dachte, was das ist, interessiert mich jetzt nicht. Ja, und das ja, war ein bisschen schade. Schön wiederum war es. Es heißt ja auch, ich weiß gar nicht, ob das hier auch steht, Reise hin und zurück, ne? Ja, genau, der Hobbit oder hin und zurück. Und dieses Zurück, dafür hat sich der Autor auch einfach richtig viel Zeit genommen, wie Bilbo diesen Weg wieder zurückgeht und nochmal alles Revue passieren lässt. Und ja, also ich mag solche Geschichten, wo sich Zeit genommen wird. Hier ist es natürlich wirklich extrem für das Ende, sich wirklich viel Zeit. Da hat sich der Autor wirklich viel Zeit genommen und manchen kann es vielleicht zu viel sein. Ich fand es aber genau richtig. Das hat einfach die Geschichte rund gemacht. Ja, habe ich mich wirklich gefreut über dieses Re-Listening, muss man ja sagen, dass ich diese Geschichte nochmal aufgefrischt habe. So, und ich glaube, bei dem Band habe ich euch auch im Januar erzählt, dass ich es angefangen zu lesen habe. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und zwar Brandon Sanderson, die Trilogie Die Nebelgeborenen, da habe ich ja Band 1 im letzten Jahr gelesen und wollte in diesem Jahr auf jeden Fall die Trilogie beenden.
Krieger des Feuers ist Band 2 und ich habe dann auch direkt den dritten Band Held aller Zeiten gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, ob das beides im Februar war oder ob das dann schon in den März mit hineinging. Ist aber auch egal, ich will die jetzt beide jetzt gleichzeitig hochhalten. Ich mag die neuen Cover wirklich sehr und ich mochte auch den Band 1 sehr gerne. Also der war, glaube ich, sogar mit in meinen Highlights, auch wenn er keine 5 Sterne bekommen hat, sondern nur 4, war es für mich schon ein Highlight, weil Brandon Sanderson steht eben für diese ausgetüftelten Magiesysteme und auch den Weltenaufbau, den er einfach unglaublich gut durchdacht hat und hier uns darlegt und immer wieder mehr ins Detail geht. Und das wusste ich vorher, dass er dafür bekannt ist und ich mag das einfach in Fantasy, besonders eben in High Fantasy mal gerne, wenn sich darüber Gedanken gemacht wird, über die Welt, über die Religion, über deren Gesellschaft, über die Kultur, über Tradition, über vielleicht über eigene Sprachen und natürlich das Magiesystem, wie die Magie, es ist ja nun mal Fantasy, also irgendwo muss da Magie ja vorherrschen, aufgebaut ist oder wie man diese Magie wirken kann, wenn es Zauberer gibt. Und in diesem Universum ist es eben so, dass es die Nebelgeborenen gibt und Nebelinge, die bestimmte Fähigkeit haben, wenn sie Metalle schlucken. Und manche können nur ein Metall verbrennen und damit dann Magie weben, zum Beispiel Zinn, und dann kann man halt besonders gut gucken. Aber es gibt eben auch die Nebelgeborenen, die alle Metalle verwerten können und damit dann auch alle Fähigkeiten haben, die man eben haben kann, wenn man Metalle schluckt. Und das ist aber auch nur die Spitze des Eisbergs. Also nach und nach hat man immer mehr erfahren, was es noch für Magie-Besonderheiten gibt und Nebenzweige und so weiter. Also das war sehr beeindruckend, was Brandon Sanderson da aufgebaut hat. Und das hat mir auch besonders viel Spaß gemacht. Zum Inhalt, also es geht im ersten Band darum, dass der oberste Herrscher, der Tyrann des Landes, gestürzt werden soll. Er gilt aber als unbesiegbar und das ist eigentlich ein Unterfangen, was unmöglich ist. Und es hat sich einfach nur so eine kleine Rebellengruppe zusammengetan von Spezialisten, Nebelingen eben, die besondere Fähigkeiten haben und die wollen eben den Herrscher stürzen, eine Rebellion anzetteln. Und das Volk, das unterjochte Volk, was als Sklaven gehalten wird, die Ska'a, sollen sich eben erheben und dann sollen eben mehr und mehr Rebellen gefunden werden, die sich das trauen. Und eine davon wird irgendwann Vin. Vin ist noch ein junges Mädchen, ich glaube 15 Jahre alt, und sie lebt oder schlägt sich eigentlich so durch als Diebin in einer Diebesbande und sie weiß von ihrer Fähigkeit bisher eigentlich nicht viel. Sie nennt es nur ihr Glück, glaube ich, dass sie Menschen so ein bisschen beeinflussen kann, wie sie sich fühlen oder was sie sagen könnten. Und somit macht es sie natürlich auch sehr wichtig in dieser Diebesbande. Aber irgendwann wird sie entdeckt von Kelsier. Und Kelsier ist eben der Anführer dieser Rebellenbande, die dieses Unterfangen plant. Er entdeckt sie und nimmt sie dann auf. Und diese beiden sind so unterschiedlich, weil er ist so ein Draufgänger, er nimmt die Herausforderung an, ist aber total offenherzig dabei und geht auf die Leute zu. Und Vin ist total skeptisch und sie möchte eigentlich niemandem vertrauen, weil das eben das Leben sie gelehrt hat, so zu sein. Und sie muss es erst lernen, sich gegenüber der neuen Gruppe quasi zu öffnen. Da sind viele Individuen dabei, die ganz unterschiedlich sind. Und dieses Zwischenspiel zwischen den Ganzen, das hat mir auch sehr gut gefallen. Neben dem Magiesystem waren eben die Figuren schön ausgearbeitet und das Zwischenspiel, das hatte irgendwie auch einen kleinen Witz und hat durchaus Spaß gemacht. Aber jetzt kommt ein Aber, was ich schon im ersten Band gespürt habe. Es ging halt eben sehr viel um die Rebellion. Wie plant man die? Also Vin hatte dann irgendwann die Aufgabe, sich unter den Adel zu schummeln und da so ein bisschen auszuhorchen. Und es ging halt viel um dieses Politische. Und das ging im zweiten und dritten Band dann eben auch so weiter. Im zweiten ging es eigentlich die gesamte Zeit um eine Belagerung
und darum, wie man ein Reich beherrschen kann und führen kann und wer nun der Herrscher ist und ja, wie es weitergeht eben und diese Belagerung, wie die aufgelöst werden könnte, kommt vielleicht der Krieg, kommt er nicht. Und im dritten geht es eben um Kriegsführung. Und das sind eben diese großen Themen. Und das konnte ich immer ausblenden, weil es eben auch immer viel um das Magiesystem, um die Welt und um die Charaktere ging. Aber das ist irgendwie so ein bisschen verloren gegangen, besonders dann im dritten Band. Der zweite hatte noch dazu gewonnen, weil es da dann auch wieder um Vin ging. Es kam aber noch neue Charaktere dazu, die ich sehr spannend fand. Unter anderem auch ein Gestaltwandler, der an Vin gekettet war durch ein Bündnis. Und die beiden mussten eben zusammen Zeit verbringen, aber nicht freiwillig, würde ich sagen, konnten sich beide nicht so richtig leiden. Und wie aus den beiden dann Freunde geworden sind, das fand ich, oder wie sie sich angenähert haben, das fand ich toll mitzuerleben. Das hatte wieder dieses schöne Zwischenmenschliche. Und all das hatte ich im dritten leider nicht. Also da gab es zwar auch immer noch die Charaktere, die ich mochte, aber es war sehr deprimierend und hat sich doch ein bisschen gezogen. Die Kriegsführung, das Erobern und gerade das, was ich spannend gefunden hätte, was hier auch vorgekommen ist, die Quelle der Erhebung und die Orte, ja, ich kann es nur andeuten und das würde euch nichts bringen, weil ihr dann gar nicht wisst, was gemeint ist. Jedenfalls zwischen Band 2 und 3 ist halt ein bisschen Zeit vergangen und was da drin passiert ist und was die da entdeckt haben, das hätte ich gerne miterlebt. Also der Fokus wurde hier ganz anders gesetzt. Was ich noch schön fand, war, dass es hier doch einige Wendungen und Twists gab, die man nicht so vorhergesehen hat und auch die Liebesgeschichte, die hier vorkommt, ganz sachte ist und überhaupt nicht schmalzig. Und ja, genau, die Twists haben es noch mal ein bisschen rausgerissen. Und am Ende der Bände, da wurde es dann auch noch mal episch. Und ja, mit dem Ende bin ich durchaus zufrieden. Also die Trilogie ist gut abgeschlossen. Und es gibt ja auch noch eine weitere Trilogie, die dann in derselben Welt spielt, aber ich glaube mehrere Jahre später, hat dann aber eher so ein Western-Setting. Und das interessiert mich nicht so sehr. Also ich glaube, da werde ich nicht weiterlesen. Ist aber auch okay, weil es hier wirklich abgeschlossen ist mit dieser Trilogie. Auch das Setting hier, das habe ich auch schon mal gesagt gehabt, das ist nicht mein Setting. Es hatte keinen Wow-Effekt. Ich finde, es muss ja nicht so eine heile Welt sein, so eine Zauberwelt wie zum Beispiel die Tintenwelt, in der man sich einfach unglaublich wohlfühlt und die total bunt und schön ist. Es kann ja auch sowas sein wie Westeros mit dieser riesigen Mauer. Irgendwas dabei sein, was einen wirklich staunen lässt oder wo man in Verzückung gerät. Aber ich fand weder noch, es war einfach grau in grau, es regnet Asche, es war hat hauptsächlich in der Stadt gespielt. Ich habe auch gehofft, dass wir irgendwann mal in die Welt hinausgehen und zusammen mit Vin so eine Queste erleben und ja, die Welt ein bisschen miterleben, weil es geht auch so ein bisschen darum, warum ist die Welt so grau geworden. Das ist auch spannend mitzuerleben, aber es spielt hauptsächlich eben in den Städten. Und was einen irgendwie immer am Ball hat bleiben lassen, kann man das so sagen, waren am Anfang der Kapitel gab es immer so kleine Ausschnitte aus Tagebüchern oder aus Geschichtsbüchern oder einer Weissagung. Und die haben immer so ein bisschen angedeutet, was eben vor vielen 100 Jahren davor passiert ist. Und da wollte man einfach wissen, was war denn nun damals, warum ist das alles so gekommen, wie es gekommen ist. Und das hat Spaß gemacht. Also das war wieder sehr positiv. Insgesamt muss ich aber sagen, es ist leider nicht, wie ich dachte, ein Mega-Highlight für mich geworden. Und ich hatte ja gedacht, nach dem ersten, ja, das war ein super Auftakt, aber es wird bestimmt im zweiten und dritten nochmal eine Schippe draufgelegt. Also da ist Luft nach oben, habe ich gedacht. Aber leider war es im zweiten, war es eigentlich gleichbleibend und im dritten ist es dann wirklich abgeschwächt und da habe ich mich doch zwischendurch ein bisschen durchquälen müssen. Sind ja auch jedes Mal mal so fast 1000 Seiten und das heißt auch, dass ich die Bücher tatsächlich auch aussortieren werde, weil ich mir vorgenommen habe, wirklich nur Highlights in meinem Bücherregal aufzubewahren oder halt Bücher, die einen sehr hohen emotionalen Wert für mich haben. Ja, mal gucken, wie ich das so durchziehe. Das ist mir auch nicht leicht gefallen, diese Entscheidung, dass die rausfliegen, aber nach dem dritten Band
während des Lesens. Ich werde es nicht nochmal lesen. Es war cool und ich freue mich auch, dass sich diese Größe Brandon Sanderson mit seinem wohl bekanntesten Werk jetzt auch kennengelernt habe und möchte auf jeden Fall auch nochmal was von ihm lesen, aber nicht unbedingt in dieser Welt. Also vielleicht seine andere Reihe oder Elantris, dieser Einzelband. Also da wird auf jeden Fall noch irgendwas von ihm bei mir einziehen, was ich lesen möchte. Und ja, freue mich, dass ich ihn da kennengelernt habe. So, von Fantasy geht's jetzt mal weiter zu Horror. Und zwar habe ich Berge des Wahnsinns von H.P. Lovecraft gehört als Hörbuch. Und zwar hat es gelesen Nathan, David Nathan. Ich wollte gerade Nathan der Weise sagen, aber das ist ja David Nathan. Und der hat ja auch die ganzen oder fast alle Stephen King-Büchern besprochen und er macht das natürlich einfach großartig. Ist ja auch die Synchronstimme unter anderem von, ich glaube, von Johnny Depp und von Christian Bale. Also ist schon ein ganz toller Sprecher und hier hat er das auch wirklich gut gemacht. Es ist mein erster Lovecraft. Ich wollte ihn ja einfach mal ausprobieren. War für mich irgendwie auch so ein Must-Read, dass ich irgendwann mal als Horror- und Fantasy-Leser zu Lovecraft greife, um zu schauen, ob das meine Art der Fantasy ist. Und da das Buch sehr kurz ist und dann auch noch vom Thema her, ja, genau mein Ding ist, weil es eben, ich weiß nicht, war das Arktis oder Antarktis? Antarktis, weil es eben um eine Expedition in der Antarktis geht, dachte ich, ja, das passt doch, da möchte ich mal reinhören und versuchen, ob das mein Ding ist. Und bei dem Hörbuch fand ich sehr schön, dass es untermalt war mit Geräuschen und mit Musik, mit atmosphärischer Musik. Also nicht die ganze Zeit, sondern immer mal zwischendurch. Und das hat das Ganze irgendwie dramatischer und atmosphärischer gemacht. Also so ein Soundtrack zum Lesen hat es mich irgendwie auch gelehrt, ist doch cool. Also kann wirklich Spaß machen. Das habe ich ja schon bei diesen Ambience-Videos gemerkt, die ich mir manchmal nebenher beim Lesen anmache. Und wenn das zur Stimmung passt im Buch, dann kann das Ganze echt nochmal schön ergänzen, dieses Leseerlebnis. Ja, also ich muss sagen, dass ich ein bisschen schwer reingekommen bin, obwohl es nur 200, ja, fast knapp 200 Seiten hat, ist es ja nicht ganz leicht zu konsumieren, weil es eben um eine Forschung geht und auch um Naturwissenschaftler, die dort ihre Messungen machen wollen und ihre Forschungen durchführen wollen. Und es ist eben wirklich sehr naturwissenschaftlich. Es ist mit sehr vielen Beschreibungen verbunden der Landschaft, wie das dort aussieht und weniger Handlung. Wenn es denn in die Handlung kam, dann wurde es auch spannend, als sie denn da seltsame Entdeckungen gemacht haben von seltsamen Gebäuden, aber auch seltsamen Lebewesen, die sie vorher noch nie gesehen haben. Und sie denken erst, sie haben die großartigste Entdeckung ihres Lebens gemacht und wollen das jetzt natürlich ausschöpfen und alles genauestens beobachten und studieren. Aber sie merken irgendwann, dass von diesen Kreaturen irgendwie auch eine Gefahr ausgeht und dass die nicht alle tot sind, sondern dass die scheinbar noch leben und eine ganze, ja, Kultur dort aufgebaut hatten. Und ja, also es ist halt auch nicht so meine Art von Horror, glaube ich. Also erstmal ist es so eine Mischung aus Horror und Science Fiction irgendwie. Und es war halt wirklich viel Beschreibung und da konnte irgendwie für mich nicht so viel Stimmung aufkommen. Und deswegen, ja, war es jetzt nicht meins. Ich würde jetzt nicht ausschließen, dass ich von Lovecraft jetzt nie mehr was, also dass ich mich doch noch mal was von ihm lesen werde. Ich kann mir schon vorstellen, vielleicht war es einfach nicht meine Geschichte. Aber ich glaube halt auch einfach, dass die Art und Weise dieses Horrors nicht unbedingt meins ist. Mal schauen. Ihr könnt mir vielleicht auch mal was empfehlen, wenn ihr sagt, oh ja, da habe ich eine Kurzgeschichte oder so eine kleine Novelle von Lovecraft gelesen. Die kann man auch ganz gut abgeschlossen lesen und die könnte dir gefallen oder die hat mir besonders gefallen, wenn ihr das sagen würdet, dann könnt mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ja, und das Ding ist halt auch, das hat überhaupt keine Kapitel. Also als ich da durchgeblättert habe, dachte ich auch schon, ei, 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 ei. Und da hat mir das Hörbuch auf jeden Fall ein bisschen das leichter gemacht, muss ich ehrlich sagen.
Ja, machen wir einfach mit einem nächsten Klassiker weiter und auch wieder ein Fantastik-Klassiker. Und ich muss sagen, dass diese beiden Bücher tatsächlich sich von meiner Bewertung her sehr gleichen. Und zwar habe ich auch 20.000 Meilen unter den Meeren von Jules Verne als Hörbuch gehört. Und ja, das Buch ist wunderschön illustriert. Gibt es immer eine Seite und total detailgetreu und wirklich, wirklich sehr, sehr viele davon. Also nicht nur sporadisch, sondern da sind einige, die ich immer wieder, also ich habe das Buch ja gehört, aber ich habe immer wieder im Buch reingeblättert und mir dann immer die passenden Bilder dazu angeschaut, die passenden Illustrationen. Die Story an sich, ich mag halt das Setting unter Wasser. Und ich finde, das ist sehr geheimnisvoll, kann auch magisch sein, kann aber auch gefährlich sein. Und hier treffen wir wieder auf einen Wissenschaftler und Ingenieur. Und die treffen irgendwann auf ein Unterwasserungeheuer, glauben sie jedenfalls, und jagen dem hinterher, weil sie glauben, dass dieses Ungeheuer viele Unglücke verursacht. Aber sie müssen irgendwann feststellen, dass dieses Unterwasserungeheuer ein U-Boot ist, und zwar von Captain Nemo. Kapitän Nemo. Und dieser nimmt sie dann auf, als sie eben gegen dieses Ungeheuer, dieses U-Boot tatsächlich verloren haben und ihr Schiff gekentert ist und sie fast ja, ertrunken werden, nimmt Kapitän Nemo sie auf und rettet sie quasi. Aber er sagt auch jetzt, wo sie sein Geheimnis kennen, dass er eben da mit dieser Nautilus, also mit seinem U-Boot unterwegs ist, dürfen sie dieses Unterwasserboot niemals wieder verlassen. Und zunächst sind sie natürlich empört. Ich glaube, es sind drei, ja, drei Mitglieder dieser Schiffscrew, die das Ungeheuer gejagt haben. Und ja, zu Anfang sind sie empört, aber dann merken sie, was für ein Wunder das da unten ist und was für ein Wunder das U-Boot ist. Und was sie eben alles unter Wasser erleben und was für Geschichten Kapitän Nemo zu erzählen hat, der eben auch sehr kultiviert hat, eine riesige Bibliothek hat, aber eben auch die ganze Zeit sehr geheimnisvoll spricht. Und es geht immer hin und her. Einerseits wollen sie flüchten, andererseits sind sie total eingenommen und Kapitän Nemo ist auch sehr höflich zu ihnen und möchte ihnen alles zeigen und alles beantworten. Und ja, wie gesagt, unser Protagonist, der Wissenschaftler, der ist eben Feuer und Flamme dafür und schreibt natürlich auch fleißig mit. Und ja, also begleiten wir die dabei, wie sie das alles miterleben. Auch hier, wie auch so ähnlich wie bei Lovecraft, Berge des Wahnsinns, gibt es viele Beschreibungen und auch sehr naturwissenschaftliche Beschreibungen, sehr ins Detail. Auch wie das U-Boot funktioniert, was für Fischarten es gibt. Also es wird wirklich auch sehr viel geredet, es gibt sehr viel Dialog und eben über diese Themen, die gesprochen wird. Wenn es einen interessiert, ist okay, aber es gibt eben auch Themen darunter, die einen wirklich vielleicht auch gar nicht interessieren. Und ja, so eine richtige Story dabei ist dann irgendwie auch nicht entstanden. Es gab Passagen, die mir sehr gut gefallen haben und richtig schön geheimnisvoll waren und auch spannend oder auch atmosphärisch, aber andere fand ich einfach nur zäh und irgendwie ein bisschen langweilig. Und es hatte ich mich tatsächlich überrascht, wie viele Seiten das doch hat. Über 600 Seiten. Ja, da war ich doch ein bisschen überrascht. Und zum Schluss war ich dann doch auch erleichtert, dass ich dieses Buch dann endlich beenden oder das Hörbuch dann zu Ende gehört habe. Genau, gelesen wurde das von Jürgen Kluckert, heißt er, glaube ich. Und das fand ich sehr passend, weil das ist unter anderem die Stimme von Mr. Krabs aus SpongeBob. Und es passt natürlich perfekt, sich von Mr. Krabs hier 20.000 Meilen unter den Meeren vorzulesen zu lassen. Und ich fand, er hat eine wirklich coole, gute Stimme. Was mich hier sehr genervt hat, war in den Dialogen zwischeneinander. Es war halt auch eine altertümliche Sprache und das passte natürlich auch. Aber wirklich in jedem zweiten Satz, in jeder zweiten Ansprache war immer mein Herr.
ja, mein Herr. Und dann kam, entweder wurde es vorgezogen oder nachgezogen und es hat mich irgendwann so genervt, weil es einfach fast in jedem Satz war, ja, dass man gar nicht so richtig auf den Inhalt achten konnte. Man hätte echt eine Strichliste führen müssen. Ja, also das hat mich genervt und es war auch immer ein Schema, was hier immer wieder neu abgefeuert wurde. Also die Nautilus, das U-Boot, ist in irgendwie eine Bredouille geraten. Und der Wissenschaftler, der hier eben die Geisel ist, der kommt dann angelaufen. Oh mein Gott, jetzt sind wir doch total in Gefahr. Was machen wir denn jetzt? Und Kapitän Nemo sagt: Ach, wissen Sie, mein Herr, ich zeige Ihnen das jetzt mal. Ja, und zeigt dann wieder, dass die Nautilus, das U-Boot, so gut gewappnet ist mit irgendwelchen Sachen, dass sie sich da wieder befreien können. Und das wiederholt sich einfach immer wieder, dass sie in Gefahr geraten, der Wissenschaftler denkt, jetzt ist alles verloren und Kapitän Nemo ihn denn eines Besseren belehrt. Ja, bisschen schade, aber auch hier wollte ich Jules Verne einfach mal kennenlernen und von ihm was lesen. Auch da gibt es ja noch weit viele andere Klassiker, auf die ich auch Lust hätte, aber dieses ist damit abgehakt. So, kommen wir mal wieder zurück zur Fantasy. Und zwar habe ich Die Schwestern Grimm von Männer van Praag gelesen. Und das habe ich zusammen mit der lieben Carina vom Kanal Carina Zacharias gelesen. Das haben wir schon letztes Jahr beschlossen, als wir zusammen die ja, Neuheiten der Verlage durchgegangen sind. Also wir sind sie nicht zusammen durchgegangen, aber ich hatte es in einem Video vorgeschlagen und da hatte sie mich, glaube ich, gefragt, ob wir das nicht zusammen lesen wollen. Und da habe ich mich sehr darüber gefreut, weil das ist tatsächlich das erste Mal, dass wir zusammen gelesen haben und so ein Buddy Read wirklich nur zu zweit, so eine Leserunde, finde ich tatsächlich immer am intensivsten und auch wirklich schön. Man ist sehr flexibel, man kann sich aber auch sehr intensiv miteinander austauschen, eben auch dann automatisch nicht nur über das Buch, sondern einfach alltägliche Dinge. Und ja, das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Das Buch hat uns leider nicht vollends begeistert. Obwohl ich die Idee sehr schön finde. Es geht um vier junge Frauen und alle stammen vom selben Vater ab. Und der Vater ist Grimm, ein Dämon oder der Dämon. Und wenn sie, ich glaube, wenn sie 18 werden, dann genau an ihrem 18. Geburtstag stehen die Schwestern vor einer sehr, sehr schwierigen Entscheidung. Denn dann müssen sie sich entscheiden, ob sie sich auf die böse Seite, auf die mächtige Seite, sagen wir mal, des Vaters stellen oder sich gegen ihn stellen. Jetzt in dem Status, wo wir sie treffen, wissen sie aber noch gar nichts ja, von ihrem Schicksal. Denn sie haben alles vergessen. Sie haben als Kind, sind sie mal in das, ich glaube, Everwhere heißt dieses Parallelreich, sind sie als Kind in ihren Träumen hineingelangt und haben sich auch als Kinder dort getroffen. Aber ihre Erinnerungen sind jetzt wieder futsch und sie leben ein ganz normales Leben mit den verschiedensten Problemchen, Päckchen, die sie tragen müssen, in unserer Welt eben. Und so lernen wir sie kennen. Und irgendwann treffen die, also ihre Lebensstränge treffen dann irgendwann wieder aufeinander und sie fangen an, ja, Erinnerungen zu bekommen und Hinweise darauf und Begegnungen, die eben so ihr Schicksal andeuten. Ja, was mich so ein bisschen gestört hat, es gibt halt wirklich sehr, sehr kurze Kapitel. Das an sich mag ich. Ich mag ja nicht zu lange Kapitel. Aber wir hatten hier wirklich vier Protagonistinnen. Und ich bin an diese Protagonistin überhaupt nicht rangekommen. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, ist es eben, dass hier sehr, sehr kurze Kapitel sind und dass wir immer wieder dann springen. Also es gibt ein Kapitel dann von Goldie und dann springen wir zu Scarlett. Ja, Goldie, Liana, Scarlett und Bea. Und das gibt es immer so einen schnellen Wechsel hin und her, dass man gar nicht so richtig reinkommt in die Geschichte.
Ich fand den Aufbau auch ein bisschen schwierig, den roten Faden, den Handlungsverlauf hätte ich mir ein bisschen anders gewünscht tatsächlich. Es war ein Fokus auf Dinge, die mich jetzt nicht so interessiert haben. Es gab auch eine Liebesgeschichte, die spielt zwar jetzt nicht die allergrößte Rolle, aber die war unglaublich kitschig und unglaublich schnell und die habe ich halt auch nicht gefühlt, deren Gefühle und deren Probleme zueinander. Es gab interessante Charaktere, auch die Schwestern untereinander, die waren halt nicht unbedingt schwarz-weiß gezeichnet, sondern hatten auch ihre Grautöne, besonders die eine. Das fand ich faszinierend. Und ja, man war halt auch nie so richtig im Klaren, wer genau eigentlich Grimm ist, ihr Vater. Grimm, da denkt man ja auch sofort an die Gebrüder Grimm. Und ja, es ist tatsächlich auch eine Märchenadaption. Nicht gleich sofort rauszulesen, sondern jede Schwester hat auf einmal ist so ein bisschen einem Märchen nachempfunden. Die eine ist offensichtlicher, die andere weniger offensichtlich. Das kommt erst nach und nach tatsächlich raus. Und im englischen Original, beziehungsweise ja, im Englischen gibt es eben eine Ausgabe, wo es auch Illustrationen gibt. Ich glaube, das ist dann aber nicht viel, sondern sind, glaube ich, nur vier Illustrationen oder fünf Illustrationen drin. Die wurden leider nicht ins Deutsche mit übernommen, weil obwohl die wirklich schön sind, sie sind nicht ganz, sie bilden nicht das ab, was im Buch vorkommt, sondern haben eher symbolischen Charakter. Wirkt wirklich sehr märchenhaft dann. Ich hatte zum Glück Karina, die das Englische gelesen hat und die mir das dann abfotografieren konnte und die mir das überhaupt erzählt hat, dass es diese Illustration gibt. Sonst ja, hätte ich es gar nicht erst gewusst und mir wäre das entgangen. Ja, es ist tatsächlich auch eine Reihe, also der zweite Band ist schon angekündigt von der Autorin. Ich werde aber nicht weiterlesen. Also es würde mich schon interessieren, wie es weitergeht, aber ich fand den Spannungsbogen hier leider überhaupt nicht gut. Es plätscherte alles so ein bisschen dahin. Wie gesagt, den Figuren bin ich nicht nahe gekommen. Diese Parallelwelt, da hätte ich mich viel lieber länger befunden und ich fand auch, dass die Figuren nicht immer nachvollziehbar authentisch gehandelt haben. Ja, der Showdown, den hätte ich mir auch ein bisschen epischer, ein bisschen cooler vorgestellt. War ein bisschen schnell abgehandelt. Also es waren coole Ideen dabei und ich verbinde es halt eben auch mit einer schönen Leserunde zusammen mit Karina. Aber ich werde nicht weiterlesen. Sollte Karina weiterlesen, haben wir schon abgemacht, wenn der jeweils andere doch weiterliest, dann werden wir uns ja gegenseitig berichten, weil man dann ja doch neugierig ist. Aber ich merke jetzt, sind es ja schon 2 Monate her, interessiert mich eigentlich gar nicht mehr so sehr. So, wir kommen zum nächsten Hörbuch. Ja, wie gesagt, viele Hörbücher, weil ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt hatte, ich irgendwie eine neue Art und Weise gefunden habe, wie ich Hörbücher hören kann, weil ich kann mich nicht einfach nur hinsetzen und Hörbuch hören. Ich muss nebenbei irgendwas machen, aber der Nachteil ist, wenn man dann irgendwas macht, dann kann es sein, dass man ganz schnell mit den Gedanken abschweift. So geht es mir jedenfalls. Auch wenn ich draußen unterwegs bin. Manche hören denn ja auch, während sie einkaufen, Hörbuch oder so. Das könnte ich gar nicht, weil muss ich mich irgendwie auf den Einkauf konzentrieren. Da kann ich nicht beides. Das Einzige ist, während der Zugfahrt geht das. Und beim Einschlafen höre ich ja auch ganz gerne, aber da kriegt man dann irgendwann auch nicht mehr so viel mit, wenn man dann eingeschlafen ist. Aber was ich tatsächlich dann eine längere Zeit im Februar gemacht habe, und ich glaube, Januar hatte ich damit auch schon angefangen, ich habe auf meinem Handy so ein Harry Potter-Spiel, so ein Puzzlespiel, so ähnlich wie Candy Crush. Und das spiele ich ab und zu mal sehr gerne, wenn man irgendwo warten muss oder irgendwie kurz so ein bisschen Ablenkung braucht. Und das habe ich kombiniert. Ich habe Hörbuch gehört und währenddessen dieses Spiel gespielt. Und das hat wunderbar funktioniert. Ja, und dann habe ich eben noch das Haus der Monster von Danny King gehört. Das ist auch schon längere Zeit auf meinem Sub, auf meinem Stapel ungelesener Bücher. Das kommt noch aus dem Büchercasting, wo ihr eben auch Bücher vorschlagen konntet, was mir gefallen könnte. Und da haben wir dann immer ja ein Voting gemacht, welches Buch in die nächste Runde kommt. Und da war in der Sparte Horror war das der Sieger. Also ich hatte verschiedene Genres, wo wir dann verschiedene Sieger gekürt haben. Und alle Sieger habe ich mir dann angeschafft.
Und das war eben, ja, der Sieger im Horrorbereich. Und ich habe es wirklich hier lange liegen gehabt und irgendwie hatte ich nie so richtig Lust dazu zu greifen, hatte sogar schon fast dran überlegt, das auszusortieren. Ich habe mal, ich glaube, beim Try a Chapter habe ich mal reingelesen gehabt und fand es okay, aber war dann nie so ganz überzeugt. Und ja, jetzt muss ich noch mal kurz nachgucken, wie der Sprecher hieß, weil das möchte ich ja auch immer gerne nennen. Robert Frank. Genau, Robert Frank ist der Hörbuchsprecher gewesen und mit dem hatte ich anfangs wirklich meine Probleme, weil er hat das Buch so nicht normal vorgelesen, sondern sehr rotzig, sehr so ein bisschen schnarrend. Und das fand ich erst ein bisschen aufgesetzt und irgendwie anstrengend, aber irgendwann habe ich gemerkt, dass es zu diesem Stil des Buches einfach passt. Denn hier geht es um einen Außenseiter, einen alten Außenseiter, der von den Kids der Stadt total ja, belächelt wird und ihm werden Streiche gespielt und er gerät immer mehr so ein bisschen in den Fokus der Jugendlichen, die ihn dann Streiche spielen wollen. Und er merkt es irgendwann, dass er der Außenseiter ist, aber er ist alles andere als ein harmloser alter Mann, der nichts mehr so richtig auf die Kette bekommt, sondern er hat eine große Hintergrundgeschichte. Und er stellt diesen Jungs eine Falle in seinem Haus und die schnappt wunderbar zu. Also er will sich an diesen Jungs rächen und das schafft er ganz wunderbar. Und er hält dann diese Jungs dann fest bei ihm und irgendwie kommt es dazu, dass er ihnen ja seine Geschichte erzählt, beziehungsweise mehrere Geschichten. Also man könnte sagen, das ist eine Kurzgeschichtensammlung. Es sind das jetzt drei oder vier Geschichten, ich glaube drei, die er hier erzählt. Und immer wieder kehren wir dann zwischendurch zurück in den Keller, wo die Jungs denn da sitzen und ihnen dann doch irgendwie gefesselt zuhören und gleichzeitig sehr, sehr ängstlich sind. Ja, und diese Geschichten handeln von Serienmördern, von Vampiren und von ja, allerlei düsteres mehr. Und das Ganze ist eben auch mit einem sehr humorvollen Blick geschrieben. Es ist aber kein leichter Humor, sondern es ist wirklich sehr, sehr düsterer, schwarzer Humor. Und es ist auch ja, durchaus Horror, es ist durchaus blutig. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr rasant. Also es gab viel Action, es gab viel Witz und ja, wie gesagt, viel Blut. Es gab so ein paar Aufregerfiguren, die ich ganz schlimm fand und ich mochte aber den Protagonisten mochte ich wirklich sehr gerne, weil er erzählt ja dann als sein ja, er ist, als wir ihn hier kennenlernen, ja schon ein alter Mann, aber dann, als er seine Geschichten erzählt, fängt er quasi vorne an, wo er noch ein Junge war und mit seinem Vater zusammen aufgewachsen ist und so ein bisschen die Beziehung zwischen seinem Vater und ihm und die Geschichten danach sind halt quasi chronologisch, also wie er dann erwachsen wird. Und obwohl das alles sehr düster und alles sehr ja, blutig und gewalttätig hier doch ist, ist der Protagonist doch so sympathisch, dass man sich gut in ihn hineinversetzen kann und das Ganze nicht zu abgefuckt ist, sagen wir es mal so. Das Ende war dann nachher so spannend und leider doch so offen, dass ich eigentlich hatte ich vor, das nicht weiterzuführen, nicht weiterzuführen, weil es noch einen zweiten Band gibt. Und auch da ist es dann wieder so, dass er wahrscheinlich drei Geschichten irgendwie erzählt, aus irgendeinem Grund. Es gibt hier halt so einen kleinen Cliffhanger und das finde ich sehr schade, dass der das noch, ja, dass es da noch rangehangen wurde, obwohl man könnte es tatsächlich auch einfach als Horrorfilm oder Horrorbuchende, typisches Horrorende, wo dann doch nochmal das Böse durchkommt und das Happy End zerstört, einfach so bewerten. Also ja, das mache ich jetzt auch, weil ich habe dann kurz danach dachte ich, okay, jetzt muss ich den zweiten Band doch noch hören, weil jetzt möchte ich gerne wissen, wie es weitergeht, weil so ein kleines bisschen aufeinander aufbauen tun die Geschichten halt doch. Deswegen hat mir das auch so gut gefallen, weil ich normalerweise bin ich jetzt nicht so der größte Anthologie- oder Kurzgeschichten-Fan, weil ich es lieber mag, wenn die Geschichten entweder so einen Rahmen haben, was sie eben hier hatten, oder auch Zwischenverweise und auch das hatten sie.
Also es ist halt schon so eine Mischung aus Roman und Kurzgeschichtensammlung. Ja, also sehr gute Unterhaltung, fand ich richtig cool. Und nachher, wie gesagt, der Robert Frank, dieses Schnoddrige, das hat dann irgendwie doch ganz gut gepasst. Und mir ist es dann auch nicht mehr so aufgestoßen. Am Anfang dachte ich, hä, kann er nicht normal vorlesen? Aber ja, das hat dann wirklich gut gepasst. So, habe ich überhaupt noch irgendwas aus dem Monat? Ich muss ja ein bisschen aufpassen, dass ich nicht schon in den nächsten Monat gehe. Genau, dieses Buch hier, ich brauchte dann zwischendurch nochmal ein, hatte richtig Lust auf ein Kinderbuch und hatte dann dieses Buch hier beim Bloggerportal als Rezensionsexemplar angefragt. Ich habe das als eigene Rezensions, das war mein letztes Video tatsächlich, eine eigene Rezension dazu gedreht. Deswegen möchte ich hierzu nichts mehr sagen, außer dass es Minna Melone, wundersame Geschichten aus dem Walichwald heißt. Und geschrieben von Sven Gerhardt ist und von Mareike Amasken ist das illustriert. Es ist eine schöne Geschichte über das Geschichtenerzählen und über die Fantasie und dass Geschichten eben nicht immer wahr sein müssen, und sie uns trotzdem etwas geben. Über fiktive poetische Geschichten. Ja, hier steht ein wundervoll poetisches Vorlesebuch über die inspirierende Kraft der Fantasie, die alles möglich macht. Ja, und wie ich das gefunden habe und wenn euch interessiert, wie es innen aussieht, also ist ja wirklich süß illustriert, ist eben, glaube ich, ab 6 Jahren, also man kann es gut vorlesen, aber auch eben zum ersten selber lesen. Oder wie ich als Erwachsener, wenn man mal so ein bisschen was Heilsames, was Schönes, Buntes braucht. Es war jetzt, wie gesagt, die Geschichte an sich war jetzt nicht der Oberburner, aber ich fand diese Aussage einfach sehr schön. Ja, und darüber spreche ich dann in der Rezension ein bisschen genauer. Die verlinke ich euch gerne in der Infobox. So, das war auf jeden Fall, glaube ich, noch im Februar. Und zwar, ja, hatte ich euch ja gerade erzählt, ich hatte echt Lust auf ein Kinderbuch und mir war nicht bewusst, also ich hatte gedacht, das würde noch ein bisschen dauern, bis das bei mir ankommt. Und deswegen war ich in der Buchhandlung und habe nach einem Kinderbuch Ausschau gehalten. Ich wollte so ein richtiges, buntes, fantasievolles Wohlfühl-Kinderbuch, so ab 6 bis 10 Jahren so empfohlen. Und es sollte aber auch keine Reihe sein, kein Reihenauftakt. Und ich habe mir dann so mehrere auf dem Schoß genommen und dann durchgeguckt, ob das vielleicht ja, Folgebände sind oder ob da noch Folgebände folgen. Bei manchen ist das einfach nicht ersichtlich. Und ich bin dann zur Buchhändlerin gegangen und habe gefragt, ob sie mal schauen kann im PC. Und tatsächlich waren es fast alle Reihen. Das hat mich ein bisschen aufgeregt. Ich glaube, das habe ich euch in den Neuzugängen auch schon erzählt. Da habe ich euch das Buch schon gezeigt. Und es passt ganz wunderbar jetzt in ja, in den Frühling und in den Frühsommer. Weil dieses Buch habe ich dann gegriffen, das habe ich dann noch gesehen. Das war nicht eins das, was ich mir auf dem Schoß genommen habe zum Durchgucken. Das war eins, was eh schon auf meiner Wunschliste stand. Aber es war halt noch Februar und eigentlich noch gar nicht so Frühlingsanfang. Aber ich dachte, nach diesem ganzen düsteren und diesem ganzen Schneethema hatte ich dann irgendwie doch schon so ein bisschen Lust auf Frühling. Und ich hatte von der Autorin eben auch das Weihnachtsbuch schon gelesen und das hat mich ja total überzeugt und war ein großes Highlight. Und deswegen habe ich mir von Maja Lunde Die Sonnenwächterin, eine Frühlingsgeschichte von, ja, von Maja Lunde, das habe ich schon gesagt, gekauft. Illustriert von Lisa Aissato. Und wie gesagt, gibt es eben von Maja Lunde auch in diesem Format, nur eben in Rot, von außen auch ein Winter-Weihnachtsbuch. Und ja, ich würde jetzt gar nicht so sagen, dass das nur eine Kindergeschichte ist. Ich finde schon, dass das irgendwie alle anspricht, weil es sehr emotional tiefgründig war. Also es war sehr, also ich spreche jetzt noch von dem Winter-Weihnachtsbuch. Ich weiß gar nicht, wie hieß denn das noch? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls war das wirklich sehr traurig auch und trotzdem hatte es einen Wohlfühlfaktor und ich habe mich und auch die Aufmachung war unglaublich. Also die Illustrationen von Lisa Aissato sind einfach toll.
Und hier habe ich mir halt was Ähnliches erhofft. Und es soll wohl tatsächlich ein Quartett werden, also für jede Jahreszeit ein Buch. Und hier haben wir eben den Frühling. Und jetzt haben wir ja Ende April, also passt das perfekt noch rein. Ja, hier geht es um ein kleines Mädchen und sie lebt in einer Welt ohne Sonne. Es gibt nur Regen und dementsprechend gibt es auch kaum Pflanzen, es gibt kaum was zu essen und es ist natürlich alles sehr trüb und sie lebt mit ihrem Großvater zusammen in ein Haus und ihre Eltern sind irgendwann mal ums Leben gekommen bei irgendeinem Unfall. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Jedenfalls ist der Großvater immer die Rettung in der Not für alle Bewohner des Dorfes, denn er bringt, weiß ich nicht, immer nach ein paar Wochen immer wunderbares Gemüse und Obst aus seinem Wintergarten, aus seinem Gartenhäuschen. Und so denkt unsere Protagonistin Lilia eigentlich. Aber sie entdeckt dann irgendwann hinter dem Gartenhäuschen, Gewächshaus, das ist das Wort, was ich suche, einen kleinen Pfad in den Wald. Und den Wald soll sie eigentlich nicht betreten. Dort ist es gefährlich und dort konnte sie sich verlaufen, das soll sie nicht. Aber sie sieht eben auch, wie ihr Großvater diesen Pfad nimmt und folgt ihm irgendwann. Und sie sieht, wie er von dort das Gemüse mitbringt und dieses fruchtige, bunte Obst, das ja, er dann immer unter den Dorfbewohnern verteilt. Und dieses Obst, das ist immer in einem Sack, steckt immer in einen Sack oder in einen Korb, was er dann mitnimmt. Und dieser Korb ist immer platziert in einer Felsspalte. Und der Großvater geht nicht durch diese Felsspalte, er nimmt immer nur diesen Korb mit also den gefüllten Korb und geht dann wieder zurück. Aber Lilja möchte natürlich wissen, was hinter den Felsen, hinter dieser Felsspalte alles ist. Und dort entdeckt sie eine ganz andere Welt. Blühende Blumen, Sonne, Gras, wunderschön grün und einen Jungen. Und was das mit der Sonnenwächterin noch zu tun hat, und was es da für ein Geheimnis gibt, warum in Liljas Welt keine Sonne ist und in dieser Parallelwelt hinter hinter dem Gestein, hinter den Felsen so viel Sonne und so viel Überfluss, das ja, erfahrt ihr hier mit Lilja zusammen und den Jungen, die sich natürlich anfreunden und zusammen das Ganze entdecken wollen und herausfinden wollen. Ja, es war wieder eine sehr, sehr schöne und fantastische Geschichte. Ich muss aber sagen, dass es für mich eher eine Sommergeschichte war. Ich fand nicht, dass es so eine typische Frühlingsgeschichte war, weil es hier eben sehr bunt und sehr, also es ging hier eben auch viel um Obst und viel um Farben und viel um die Sonne. Und ich finde die Sonne, natürlich ist die Sonne auch im Frühling vorhanden und im Frühling sehr wichtig, wo alles anfängt zu blühen und anfängt zu sprießen. Aber es war halt doch ein Gefühl von ein sehr, sehr warmes, ein sehr heißes Gefühl, besonders auch das Finale, sage ich mal so. Aber ich fand gut, dass hier dargestellt wurde, dass nicht nur die Sonne wichtig ist, sondern eben auch der Regen. Das kam, finde ich, noch mal gut vor, dass die Sonne nicht alleine hier diese Lebenskraft spendet. Und ich fand es eben auch nicht ganz so emotional wie das Winterbuch. Also mich hat die Winterbuchgeschichte noch um einiges mehr bewegt. Es gab hier zwar auch emotionale Momente, aber nicht so tiefgreifend. Ja, den Verlauf der Geschichte fand ich schon spannend und schön, aber es war jetzt für mich auch nicht so ein Riesenhighlight und es hat mich irgendwie gestört. Ich weiß auch nicht, warum ich da immer so drauf rumhacken musste in Gedanken, dass es für mich nicht so die richtige Frühlingsgeschichte, sondern eher eine Sommergeschichte war. Ich mich gefragt, was soll denn noch im Sommer kommen? Aber jetzt möchte ich mit euch über die Illustrationen und die Aufmachung sprechen. Also das Buch ist auch durchweg farbig illustriert und fast auf jeder Seite haben wir eine Illustration. Und was die Illustratoren
unglaublich gut kann, sind Gesichter. Und nicht nur Gesichter, sondern auch Emotionen einzufangen auf den Gesichtern. Das finde ich so wahnsinnig. Also das ist manchmal so realistisch, dass ich schon dachte, das ist irgendwie ein Foto teilweise. Ich guck mal, ob ich euch was zeigen kann, wo man einfach diese Emotionen drauf, diese unterschiedlichen Emotionen sehen kann. Oh ja, hier, eins der wunderschönsten Bilder ist ja wohl das hier. Und hier sieht man eben auch ein Gesicht, und zwar Lilia, und das ist ja wohl mal pure Freude. Aber wir haben eben auch das Gegenteil. Mal gucken, ob ich das hier auch nochmal finde. Sie kann eben auch Trauer und Tristheit und wahrscheinlich ein bisschen weiter vorne. Hier zum Beispiel, wo sie hier nur so eine verkrüppelte Birne findet. Ja, ich finde einfach, also es kommt halt wirklich auch oft vor, dass hier Gesichter gezeigt werden in Großaufnahme, in Porträtaufnahme, aber eben auch ja, auch mit Farbe, und ich kenne mich da jetzt ja nicht so aus, aber mit Aquarellen, und dass das so ja, verschwommen wirkt. Ja, hier zum Beispiel, wo sie das Gewächshaus entdeckt. Ja, also ein wunderschönes Buch, und diese Illustratorin muss man sich einfach merken. Ich habe die auch, habe noch mal geguckt, was sie noch so alles illustriert hat, und habe da einige Schätze gefunden. Also ich fand das Buch wirklich sehr schön. Geschichte fand ich nicht ganz so berührend und nicht ganz so tiefgehend und nicht ganz so rund wie den Weihnachtsband. Aber ich werde auf jeden Fall noch alle anderen beiden, also ich den Sommerband und besonders auf den Herbstband freue ich mich auch, weil ich ja eben auch so ein Herbstkind bin. Ja, auch die Farben, das wird echt cool sein, glaube ich. Also wenn das wieder Lisa Aisato illustriert, bin ich dabei. So, jetzt muss ich noch über ein Buch sprechen, was nicht hier liegt, und ich habe schon gedacht, hoffentlich vergesse ich das nicht, weil es eben nicht hier liegt und ich dadurch nicht daran erinnert werde. Das ist ein Buch, was ich abgebrochen habe und mittlerweile aussortiert bzw. weitergegeben habe. Und zwar ist das Spiderling von Sascha Macht. Und dieses Buch habe ich zusammen mit den anderen Mädels aus unserem Buchclub All You Can Read gelesen. Das war also unser Buchclub-Buch, und wir haben es tatsächlich alle abgebrochen. Und zwar nach dem zweiten Abschnitt, glaube ich, also nach 100 Seiten in etwa. Es ging um Gesellschaftsspiele, und das war erstmal ein Thema, was ich so cool finde. Ich mag ja, wenn es in Büchern um Spiele geht, jeglicher Form, ob es Computerspiele sind, ob es sowas wie Panem ist oder ob es eben etwas ist wie, ja, Gesellschaftsspiele. Und hier geht es um eine, ja, um ein Treffen von mehreren Herstellern oder Ideenentwicklern von Gesellschaftsspielen. Und sie wurden eingeladen von Spiderling himself. Das ist wohl der große Guru der, der Spieleentwickler. Und sie treffen sich auf so ein Weingut, aber den Gastgeber, den treffen sie dort nicht an. Und wir treffen auf Daytona, und das ist unsere Protagonistin. Und sie ist eben auch Spieleentwicklerin, relativ erfolgreich. Und die untereinander kennt man sich nur so von Hörensagen. Aber man kommt der Protagonistin überhaupt nicht nahe, und das Ganze ist so unglaublich skurril. Es kommt überhaupt kein roter Faden drin vor, und es gibt seitenlange Aufzählungen von Spielen oder von Beschreibungen, und ich fand keine einzelne Figur da irgendwie nur faszinierend und interessant. Ich mag skurrile Bücher, aber wenn ich zu nirgendeiner Figur irgendwie einen Zugang habe, oder aber mich diese fasziniert, und das war beides einfach nicht der Fall, dann ist es schon schwierig. Ja, und dann hat sie halt auch nicht so richtig authentisch reagiert. Geht sie da erstmal in den Garten, in so ein, ich weiß gar nicht, ob das so ein Labyrinthgarten war oder so, und masturbiert. Und das war so eine seltsame, skurrile Situation, die ich nicht so richtig nachvollziehen konnte in dieser Situation. Und es ging auch so ein bisschen um ihre Vergangenheit, weil sie da irgendwie ein Trauma erlitten hat. Aber auch das, es war alles, es hat sich gezogen, und auch die Gesellschaftsspiele an sich, auf das hatte ich mich ja so gefreut, auf das
Thema, aber die Gesellschaftsspiele, die dort entworfen worden sind, die waren alle so gesellschaftskritisch und irgendwie überhaupt nicht so, wie man Gesellschaftsspiele kennt. Es war aber auch nichts Fantastisches dabei, dass man denken könnte, okay, dann sind das besondere Gesellschaftsspiele, sondern es waren schon besondere, aber die waren so seltsam und die wurden dann halt auch im Detail manchmal so erklärt und dann geht es um Tod und Gewalt und also ganz, ganz seltsam. Und wir haben tatsächlich alle keine Leselust verspürt. Also dieses Buch, ich will ihm nicht alle Schuld geben, aber ich glaube, dieses Buch ist mit daran schuld, dass meine restlichen, also meine Lesemonate März und April nicht mehr so gut waren, weil ich dann einfach auch keine Lust hatte aufs Lesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir haben dann zum Glück alle gesagt, wir würden eigentlich nur weiterlesen, weil es eine Leserunde ist und weil die anderen dann lesen. Aber weil wir es alle gesagt haben, haben wir zusammen beschlossen, dass wir es abbrechen. Und wir haben alle so eine Erleichterung verspürt, weil wir uns da so durchgequält haben. Und ja, ich habe es jetzt eben schon weitergegeben. Das war ein Rezensionsexemplar, was das Ganze natürlich so ein bisschen ja, unangenehm macht, weil das ist natürlich ein sehr, doch schon teures, gebundenes Buch und es wurde uns allen zur Verfügung gestellt vom Verlag. Total freundliche und nette Kommunikation hatten wir da und ja, und da müssen wir jetzt sagen, dass wir es alle abgebrochen haben. Aber ich habe einen Abnehmer gefunden, beziehungsweise eine Abnehmerin und zwar auch tatsächlich die Karina, weil wir hatten eben in unserer Leserunde zu die Schwestern Grimm da schon drüber gesprochen und sie hatte halt erwähnt, dass sie das auch gern noch lesen wollen würde. Und da habe ich eben sofort an sie gedacht und habe ich gefragt, du, ich kann es dir eigentlich nicht empfehlen, aber du hattest doch auch Interesse dran, möchtest du es? Und ja, sie hat sich darüber gefreut, ich habe es ihr zugeschickt und sie hat tatsächlich auch schon eine Besprechung dazu gemacht oder so ein Zwischenupdate und da hat es ihr richtig gut gefallen. Da kann man mal sehen, wie unterschiedlich das ist. Sie hat es tatsächlich auch zu Ende gelesen. Ich glaube, am Ende hatte sie dann doch ein paar mehr Kritikpunkte. Sie hatte mir dann immer wieder ein Update gegeben und ich habe mich auch oder wir haben uns auch spoilern lassen zum Ende und da kann ich nur sagen, Gott sei Dank habe ich abgebrochen. Wird nichts, scheinbar nichts aufgelöst und wurde nur skurriler und skurriler und wie gesagt, das große Rätsel wird einfach nicht aufgelöst, das hätte mich wahnsinnig gemacht. Ja, also ich bin ganz froh, dass ich da meine Lesezeit gespart habe. So, dann haben wir den Februar tatsächlich auch abgearbeitet. Im März habe ich nur ein Buch gelesen, ein Buch gehört und es sind vier neue Bücher eingezogen. Das heißt, der Sub ist tatsächlich auch wieder über 40 geklettert. Ja, weil ich eben nur ein Buch gelesen und eins gehört habe. Das, was ich gelesen habe, das habe ich euch schon gezeigt. Und zwar war das der Band 3 von der Nebelgeborenen Trilogie von Brandon Sanderson, Held aller Zeiten. Also gibt es tatsächlich nur ein Buch vorzustellen, das ich gehört habe. Und zwar war das dann, nachdem wir Spiderling abgebrochen haben, wollten wir uns was Neues, was Schönes, was locker Leichtes suchen, was uns dann hoffentlich ein bisschen besser unterhält. Und da sind wir auf The Maid von Nita Prose gekommen. Und ich habe das eben als Hörbuch gehört. Über Skript, also habe das hier auch gar nicht physisch gehabt als Buch oder als Hörbuch. Und das wurde gelesen von Anna Thalbach. Und The Maid, das ist ein ganz besonderes Buch gewesen. Also das hat mich sehr überrascht. Ich dachte, das wird jetzt einfach so ein ganz normaler, cozy Krimi. Also ein Hausmädchen, das bei einem Kriminalfall ermittelt. So steht es ja auch vorne drauf auf dem Cover und so wird auch der Klappentext uns so ein bisschen vermittelt, auch die Geschichte, die da angepriesen wird. Aber es ist eine ganz andere Geschichte. Also es ist kein typischer Krimi. Ich würde noch nicht mal sagen, dass es ein Krimi ist, sondern eigentlich eher so in Richtung vielleicht leicht Spannungsroman, aber mit einer hohen Drama-Einlage. Und einer Charakterstudie eigentlich auch, denn wir haben es hier wirklich mit einer ganz tollen Protagonistin zu tun. Ach, jetzt fällt mir leider nicht ein, wie sie heißt.
so schade, weil es wirklich eine richtig, richtig tolle Protagonistin ist, die mir sehr ans Herz gewachsen ist und die auch sehr besonders ist. Denn Molly, genau, Molly hieß sie. Molly lebt für ihren Beruf. Sie ist Hausmädchen in einem Hotel und sie liebt Sauberkeit, sie liebt Ordnung. Und ja, da hat sie es natürlich mit ihrem Beruf ganz gut getroffen. Und sie macht wirklich alles ganz akribisch. Sie nimmt ihren Beruf sehr ernst. Und sie hat es auch von ihrer Großmutter übernommen, mit der sie lange Zeit zusammengelebt hat, die leider jetzt seit kurzem verstorben ist, die aber in Mollys Gedanken immer noch präsent ist, denn sie wurde von ihrer Großmutter aufgezogen und die haben einfach sehr, sehr nah beieinander gelebt und ihre Großmutter hat ihr ja auch quasi so ein bisschen geholfen, immer unter die Arme gegriffen und ihr Lebensweisheiten gegeben, wo Molly sich immer wieder dran hält. Ja, Molly ist wie gesagt eine sehr besondere Protagonistin. Sie ist noch sehr kindlich, aber sie hat Probleme mit dem Sozialen, mit anderen Menschen. Sie kann deren Emotionen und deren Gedanken sehr schlecht deuten, deren Aussprüche. Und sie ist ihnen auch so ein bisschen ausgeliefert, weil sie eben so eine gutgläubige, gutherzige und kindliche Figur ist, die eben sehr schnell ausgenutzt werden kann von allen möglichen Menschen. Und das passiert leider tatsächlich auch. Sie ist in einer bestimmten Person so ein bisschen verschossen und bei der anderen, ja, deutet sie es einfach falsch und schon ist sie irgendwie in so einer Spirale drin. Das ist total interessant, weil wir als Leser kriegen das sofort mit, was da eigentlich los ist. Aber Molly interpretiert das völlig falsch. Das hat eine gewisse Komik, eine Situationskomik, wie Molly immer alles mit Putzen und alles mit Sauberkeit vergleicht und eben in ihrer kindlichen Naivität irgendwie drin steckt und einfach nichts checkt. Aber wir als Leser das schon checken und dass die Autorin das so geschrieben hat, das finde ich schon eine interessante Erzählweise. Und Molly entdeckt natürlich irgendwann auch den Toten im Zimmer. Und sie ist diejenige, die den Toten auffindet. Und somit ist sie natürlich auch eine Zeugin, die bei der Polizei zunächst einfach nur ja, in ein Gespräch verwickelt wird und sie soll eben die Informationen liefern. Aber irgendwann gerät sie auch ins Visier und wird zur Verdächtigen. Und das ist so herzzerreißend mitzuerleben, weil sie einfach das erst überhaupt nicht versteht und sich auch nicht wehren kann durch ihre Art und Weise, wie sie eben ist. Und das lässt sehr, sehr mitfühlen. Es gibt zum Glück nicht nur die Leute, die sie ausnutzen, sondern es gibt auch die Leute, die sie unterstützen und die es gut mit ihr meinen und die sie schätzen, so wie sie ist. Und das macht einfach dann Freude, nachher, wenn sich das Blatt wendet und sie quasi zurückschlagen. Ich möchte da natürlich nicht so viel verraten, aber es ist wirklich nicht so, dass Molly hier ermittelt. Also, wenn man hier eine Ermittlungsgeschichte oder so ein Cozy Crime erwartet, dann wird man vielleicht enttäuscht. Ich war im Gegenteil, weil ich jetzt nicht so der Krimi-Leser bin. Ich hatte mich jetzt hier auf nichts Besonderes, ein bisschen leicht unterhaltend was eingestellt. Aber dass das hier so eine besondere Geschichte wird durch Molly, habe ich nicht mit gerechnet. Und deswegen war es positiv überraschend. Ja, es war halt eben dramatisch. Es war auch spannend, ja. Aber natürlich nicht so, auch überhaupt nicht blutig. Also es war schon cozy. Ja, wie gesagt, ging eigentlich eher um Mollys Arbeit und man hat richtig diese Leidenschaft fürs Putzen. Ich war richtig neidisch. Ich hätte das auch gerne, was Molly hat. Vielleicht nicht so extrem wie sie, aber sie hat da ja Freude dran und diesen Rhythmus und dieses Geregelte. Und aber wenn irgendwas in diesem Geregelten halt ja, irgendwie sie umgestoßen hat, dann ist sie natürlich auch völlig ins Chaos gestürzt, weil sie da nicht putzen konnte. Wie gesagt, es hatte was Komisches, es hatte was Dramatisches, es hatte was Tragisches,
Also richtig cool, hat mir Spaß gemacht, ein überraschendes Highlight, könnte man sagen. Das Buch sieht auch ziemlich cool aus. Ich weiß nicht, ob ich das tatsächlich mir nochmal an... Hatte ich kurz überlegt, weil es mich ja doch so positiv überrascht hat, ob ich mir auch als Buch für mein Bücherregal nochmal anschaffe. Aber ich glaube, so ein riesengroßes Highlight war es denn doch nicht, dass ich es vielleicht nochmal lesen wollen würde. Aber ich habe es wirklich in guter Erinnerung. So, und dann kommen wir zu guter Letzt noch zum Lesemonat April. Im April habe ich 2 Bücher gelesen und 1 begonnen, aber das werde ich euch jetzt nicht zeigen. Da habe ich nur erst die 100 ersten Seiten gelesen. Das werde ich euch dann im Lesemonat Mai vorstellen. Ich bleibe jetzt bei den letzten Büchern. Achso, da habe ich 2 Bücher gelesen und kein Buch ist eingezogen. Also wir haben heute den, ich glaube den 30. Oder nein, also nee, ich glaube den 30.04. Und es ist kein Buch eingezogen. Demnach bin ich wieder unter 40. also müsste ich jetzt bei 39 Büchern legen. Ich hoffe, dass ich jetzt bei unter 40 einfach, dass sich das so einpendelt und wieder langsam runtergeht, dass mein Erfolg nicht wieder zunichte gemacht wird. Mit welchem Buch fange ich mal an? Ich fange mit diesem Buch an. Auf dieses Buch habe ich mich sehr gefreut. Das war auch eine Neuerscheinung im Jahr 2022, die ich euch vorgestellt habe. Da habe ich euch alle Neuerscheinungen, die im ersten Halbjahr erscheinen und mich besonders ansprechen, vorgestellt. Und da war dieses Buch dabei und da war ich mir ziemlich sicher, das wird bei mir einziehen. Monster auf der Couch von Jenny Jägerfeld und Mats Strandberg. Mats Strandberg ist vielleicht euch ein Begriff, der hat zum Beispiel Die Überfahrt geschrieben. Das war so ein Horrorroman, der ziemlich gut angekommen ist. Und jetzt hat er sich eben zusammengetan mit der Jenny Jägerfeld. Und der Untertitel heißt Der rätselhafte Fall der verschwundenen Psychologin. Das klingt ja so wieder so ein bisschen nach einem Kriminalfall, was jetzt nicht ganz so meins wäre. Aber hier die Grundidee, die fand ich einfach so genial, dass ich das Buch einfach haben musste. Und zwar geht es um eine Psychologin, die ganz besondere Figuren, sage ich mal, auf ihrer Couch hat oder therapiert. Denn es sind Figuren aus der Schauerliteratur. Wir haben zum Beispiel die Vampirin Camilla, wir haben Familie Frankenstein, wir haben es mit Dorian Gray zu tun und Dr. Jekyll. Ja, einiges davon habe ich schon gelesen. Also ich habe Dr. Jekyll und Mr. Hyde gelesen und auch das Bildnis des Dorian Gray von Oscar Wilde habe ich gelesen. Und natürlich kennt man die Geschichte um Frankenstein. Das ist noch ein Klassiker, den ich unbedingt noch lesen wollen würde. Camilla war jetzt bisher noch nicht so auf meiner Liste. Würde natürlich auch noch Dracula reinpassen und so weiter. Der ist hier aber nicht dabei. Und das Buch ist einfach unglaublich schön aufgemacht, denn die Psychologin hat eben diese Figuren therapiert. Die haben irgendwie einen Weg gefunden, aus ihrer Zeit in die heutige Welt zu kommen. Und ein Portal, könnte man irgendwie sagen, wird erstmal nicht näher erklärt. Und die wollen sich halt eben therapieren lassen bei dieser Psychologin. Und wir lesen eben ihre Aufzeichnungen. Also die Gespräche werden immer aufgezeichnet, also lesen wir quasi die transkribierte Audiodatei. Es gibt aber auch immer wieder Notizen der Autoren, die sich nach der Sitzung macht. Und dann gibt es auch noch eine Korrespondenz zwischen einer Kollegin, die schon ein bisschen erfahrener ist, weil das ist eher eine jüngere Psychotherapeutin. Und sie möchte halt ein Buch drüber schreiben über Monster. Das Monster im Menschen. Sind es wirklich Monster? Sie möchte ein bisschen da weiter dahinter gehen. Und die Probleme, die diese Monster quasi haben, möchte sie psychologisch analysieren. Ne? Und die haben eben verschiedenste Probleme. Der bipolare Dr. Jekyll, die polyamoröse Vampirin Camilla, der Narzisst Dorian Gray und Familie Frankenstein bekommen, was sie brauchen, eine Therapie. Ja, also die Aufmachung und die Idee waren einfach großartig. Es gibt zwischendurch auch kleine Zeitungsartikel,
Oder das Coole ist auch, dass ihre transkribierten Audiodateien auch kommentiert sind. Also hier seht ihr das zum Beispiel, da ist dann einfach der Dialog abgebildet und hier sind manche Sachen unterstrichen und hier Kommentare mit dran geschrieben von der Psychotherapeutin. Ja, was sie in dem Moment halt gedacht hat oder was sie im Nachhinein hätte besser machen können oder was sie noch recherchieren möchte. Also es gibt hier manchmal auch Einblicke in Fachbücher über ein bestimmtes Thema, wo sie halt noch recherchieren wollte. Ja, und der Aufhänger dafür, warum wir das lesen, ist, weil die Psychologin jetzt verschwunden ist, wie ja auch der Untertitel andeutet. Und jetzt bekommt halt die Polizei von der Frau der Psychologin diese Unterlagen geschickt. Und die sollen halt eben diese Unterlagen durchschauen, ob da irgendwo ein Hinweis darauf ist, warum die Psychologin verschwunden ist und was mit ihr passiert ist. Und wir lesen es quasi auch. Ja, also ich habe es unglaublich gerne gelesen und fand es cool, die Figuren auch mal unter dieser psychotherapeutischen Sicht das alles zu analysieren. Das hatte tatsächlich Hand und Fuß und ich glaube, die Jenny Jägerfeld, die ist tatsächlich auch Therapeutin oder hat Psychologie studiert. Nee, sie ist Psychologin. Und sie betreut in ihrer therapeutischen Praxis Kinder und Erwachsene. Zudem schreibt sie aber auch Bücher für sie. Für ihre Romane gewann sie im Kinder- und Jugendbuch bereits den renommierten Augustpreis und so weiter und so fort. Ja, also man merkt schon, dass da ein gewisses Verständnis dahinter steckt und ein gewisses Wissen auch. Ob die Ausschnitte, die Zeitungsausschnitte und auch die Ausschnitte aus einem Sachbuch tatsächlich genauso übernommen worden sind, weiß ich nicht, aber der Inhalt dahinter kann man schon davon ausgehen, dass es Hand und Fuß hat. Also, wenn man sich dafür interessiert, dann ist das faszinierend und ich mag einfach dieses, ich mag ja auch gerne True Crime und einfach auch dahinter zu stecken, warum wird jemand zum Serienmörder? Warum tut jemand etwas Böses? Also, warum ist jemand so? Und genau das macht sie ja hier auch. Und ja, also ist es natürlich umso cooler, wenn man die Geschichte schon kennt, weil es da immer wieder Anspielungen gibt oder man bekommt Lust, diese Klassiker zu lesen. Also bei Frankenstein war das nochmal umso mehr so. Und die Idee beruhte halt so ein bisschen darauf, das steht hinten drin nochmal. Die beiden haben sich halt überlegt, also Mats Strandberg und Jenny Jägerfeld haben sich halt überlegt, was wäre, wenn, also wie wären die Klassiker ausgegangen, wenn die Monster, wie sie hier bezeichnet werden, eine Therapie bekommen hätten. Somit ist das so eine quasi ein Alternativende. Und das Buch ist so aufgebaut, das sind quasi vier Abschnitte. Man sieht es hier auch so ein kleines bisschen. Vier Abschnitte und die zu Therapierenden, die kommen halt nacheinander dran und jeder hat drei Sitzungen sind immer transkribiert. Und dann kommt quasi der neue Gast, aber es gibt immer wieder Hinweise, dass die Therapiestunden auch mit den anderen weitergehen, aber die werden halt nicht mehr aufgezeichnet. Also es werden die ersten drei Sitzungen und ihre Notizen dazu und Korrespondenz und so weiter halt abgezeichnet. Alles schön und gut, super Idee, aber es gibt im Grunde keine Story. Also es gibt keine Story, die aufbaut. Man kriegt so ein bisschen mit, so im Hintergrund, was unsere Protagonistin bewegt, dass sie eben eine Frau hat und einen Kinderwunsch und dann auch schwanger wird, aber mehr auch nicht. Also, und dass sie eben vorhat, dieses Buch zu schreiben und dass sie auch Korrespondenz mit einem Verlag hat. Aber ich hätte mir gewünscht, dass man irgendwie so eine Rahmenhandlung hat, wie es ja eben schon bei Das Haus der Monster erzählt habe, dass es trotzdem irgendwie immer weitergeht und man vielleicht unterschwellig merkt, da könnte sich was anbahnen oder dass sich weiterentwickelt, irgendwie ein roter Faden, ein Handlungsverlauf, aber das ist hier einfach nicht der Fall. Wir lesen hier einfach nur die Akten
und die Sitzungen mit und die Notizen und versuchen natürlich als Leser immer zwischen den Zeilen zu gucken, was könnte jetzt passiert sein. Das Ende ist ein cooler Twist, das muss ich schon sagen. Es hatte einen Twist, aber den hätte man trotzdem haben können, indem man zwischendrin, also den Twist hätte man ja so nehmen können, aber die Geschichte trotzdem ein bisschen aufbauen. Also eine Handlung hatte es quasi nicht und deswegen war es auch kein großes Highlight, obwohl ich es gerne gelesen habe. Also es war unterhaltsam und auch schnell gelesen, und hat irgendwie auch Lust auf die Klassiker gemacht oder war cool, die nochmal so ein bisschen ja, bearbeitet zu bekommen. Und ich, ja, diese Idee finde ich einfach so unglaublich cool. Und zu merken, dass es denn doch so ein kleines alternatives Ende bekommt zu jedem Klassiker, zu jeder Figur. Ja, das war schon cool, aber ja, leider keine Handlung. Ja, auch das nächste Buch konnte mich leider nicht begeistern. Es war eine große Enttäuschung, weil ich von diesem Buch wirklich viel erwartet habe. Ich habe es zusammen mit Kali und der lieben Sarah vom Kanal Alice im Bücherland gelesen. Und zwar ist es Vergissmeinnicht von Kerstin Gier, was man bei Licht nicht sehen kann. Das ist der erste Teil ihrer neuen Trilogie. Band 2 und 3 sind noch nicht draußen. Und ja, man kann ja erstmal nichts anderes sagen, als dass es wunderschön ist. Auch der Buchschnitt und auch das Vorsatzpapier. Ich hatte mir im Vorhinein nicht nochmal unbedingt den Klappentext durchgelesen, weil ich mich so ein bisschen reinfallen lassen wollte. Es geht aber erstmal um Quinn. Und Quinn ist auf einer Geburtstagsfeier und wird auf einmal von seltsamen Figuren verfolgt. Irgendwie haben diese Wesen Flügel und da sind Wölfe und ein Mann mit Hut und die verfolgen ihn aus irgendeinem Grund. Und er läuft auf die Straße vor ein fahrendes Auto und hat erstmal einen ganz schlimmen Unfall und ist dann auf der Intensivstation und so weiter. Er überlebt das Ganze, kann aber nicht laufen, muss erstmal im Rollstuhl sitzen und Physiotherapie, damit er überhaupt irgendwie wieder laufen kann und wieder zu Kräften kommt. Und nach diesem Unfall kann er seltsamerweise komische Dinge sehen. Er sieht, dass Bäume und Pflanzen Gesichter haben. Er hört auf einmal ganz gut. Er sieht seltsame Figuren. Er sieht, dass sich Statuen bewegen. Er kann etwas, was ganz weit weg ist, auf einmal ganz gestochen scharf sehen. Und seltsame Personen haben auf einmal Interesse an ihm. Und ja, da ist wieder der Mann mit Hut, aber sind auch ja, zwei Geschwister, die einen Pflanzenladen aufmachen und die auf einmal mit ihnen in Kontakt treten und ihnen auf einmal erzählen wollen, was mit ihm los ist. Ja, er kann das natürlich nicht allen erzählen. Die glauben ja, dass er total plemplem ist und vielleicht noch nicht ganz richtig im Kopf nach dem Unfall. Aber er erzählt es seiner Nachbarin, die er eigentlich überhaupt nicht leiden kann. Die gesamte Familie ist seltsam. Die sind super religiös, sehr streng und sehen irgendwie alle gleich aus. Er kann die auch gar nicht unterscheiden, die Cousinen und die Cousins und die Geschwister und die Schwestern. Aber er freundet sich dann mit Mathilda nach und nach an, weil sie ihm nicht lächerlich macht, weil er ihr das erzählt und irgendwie glaubt sie ihm und erlebt mit ihm dann die Abenteuer oder sie möchten dann herausfinden, was dahinter steckt, warum er auf einmal komische Dinge sieht und warum er verfolgt wird. Ja, demnach wusste man noch, also so viel wusste man. Man wusste aber nicht, worauf läuft das Ganze hinaus. Ihre anderen Trilogien, die habe ich ja auch gelesen, ihre Edelstein-Trilogie, aber auch ihre Silber-Trilogie, die hatten beiden ja ganz klare, strukturierte Themen. Das eine war Zeitreise und das andere war Träume, durch Träume reisen. Und beide habe ich geliebt. Ich weiß aber auch in beiden, dass sie nie sehr tiefgründig in die Fantasy abgedriftet ist. Also sie hat nie, schreibt keine epischen Fantasy-Romane und auch nie so ausgetüftelte Fantasy-Welten oder so. Und da habe ich jetzt hier auch nicht viel erwartet, was sie aber einfach großartig macht. Sie schreibt so viel Witz in ihre Bücher hinein, auch die Dialoge, Schlagabtausch zwischen Figuren. Das bringt immer so viel Spaß.
Und darauf habe ich mich hier gefreut, aber auch ihre liebevollen, skurrilen Charaktere, die sie schafft, Patchwork-Familien, aber auch deren Konflikte zueinander. Das Ganze ist immer so lustig, aber trotzdem authentisch und liebevoll gezeichnet. Ja, Figuren zum Liebhaben, aber auch so ein bisschen Figuren zum Kopfschütteln, aber eben sehr authentisch. Und hierauf habe ich mich eben gefreut, mit so ein bisschen Fantastik vermixt. Leider war das hier ziemliche Enttäuschung. Zunächst einmal, wie gesagt, man hatte hier kein richtiges Thema. Wir haben es gelesen und gelesen und irgendwann haben wir uns so gefragt, ja, worauf läuft denn das Ganze hinaus? Wir wissen es immer noch nicht. Dann waren wir bei der Hälfte, wir wussten es immer noch nicht. Und Kerstin Gier macht hier ein Thema auf oder eine Welt auf, die so riesig ist. Sie macht so ein Paralleluniversum auf mit ganz vielen fantastischen Wesen. Also, da ist wirklich alles dabei, von Einhörnern über Zwergdrachen zu Feen und unsterbliche Wesen und noch ausgedachte. Und das fand ich erstmal zu groß. Für so eine Kerstin Gier-Welt hat sie einfach die Welt zu groß aufgemacht. Sie hätte lieber klein bleiben können und die klein und niedlich dann beschreiben können. Hier hatte sie, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, die Welt, aber auch die Geschichte war nicht ganz ausgereift, war einfach so dahingeschrieben, noch gar nicht drüber nachgedacht. Kein richtiges Konzept, auch die Welt dahinter konnte ich mir nicht richtig gut vorstellen. Wie gesagt, das hatte keinen richtigen roten Faden, kein Konzept. Und dann waren da leider auch noch die Figuren, die mir nicht gefallen haben. Es gab zum einen ganz viele negative Figuren, die hier so negativ dargestellt worden sind, aber auch so unauthentisch, was ich in ihren anderen Büchern, wie eben erwähnt, so geliebt habe, dass es da auch Figuren gab, die man nicht leiden konnte und ihre Eigenarten hatten und schrullig waren. Aber hier war das so unauthentisch und unglaubwürdig, dass ich die nicht so wie die Autorin das, glaube ich, gewünscht hat, sie nicht mochte, sondern sie einfach tendenziell einfach bescheuert dargestellt fand. Leider auch unsere Protagonistin. Es springt tatsächlich immer zwischen Quinn und Mathilda hin und her. Quinn fand ich okay. Aber Mathilda war mir manchmal so ein bisschen zu duckmäuserig. Sie ist halt eben heimlich in Quinn verliebt. Und gleichzeitig weiß sie aber auch, dass ihre Familien nicht miteinander können und dass er der Coole ist und ja, dass er sie ja eigentlich gar nicht, auch sie gar nicht auseinanderhalten kann von ihren Geschwistern und so weiter. Und das fand ich von vornherein schon irgendwie blöd, dass sie ihn trotzdem dann irgendwie anhimmelt. Das hätte man vielleicht anders machen können, dass es vielleicht erst nach und nach entsteht. Aber nein, sie himmelt ihn von Anfang an gleich an und ich konnte nicht verstehen, wieso. Weil er doch ziemlich gemein war früher und sonst auch einfach nichts mit ihr zu tun hatte. Und auch in ihrer Familie ist sie halt eben diejenige, sie gilt als das schwarze Schaf, obwohl sie doch recht fügsam ist, aber eben nicht ganz so wie ihre Geschwister. Und da hatte man halt auch überlegt, so jetzt werde ich doch mal, aber nein, sie geht immer nur den leichtesten Weg und duckt sich einfach weg und macht einfach immer alles mit. Es wurde zwischendurch mal ein bisschen besser, da fand ich sie dann irgendwie ganz cool, weil sie dann so eine Plappermaus war und einfach so dahin geplappert hat und irgendwie so ein bisschen, ja, ein bisschen lockerer war. Und da mochte ich sie dann auch ein bisschen mehr, wo sie dann auch ein paar Widerworte gegenüber Quinn gegeben hat. Aber natürlich entsteht zwischen den beiden eine Liebesgeschichte und die fand ich zwischendurch auch ganz süß. Aber es gab dann immer wieder Rückfälle, wo ich Mathilda dann einfach zu passiv fand und im Gegenteil sich einfach nur geduckt hat und gar nicht selbst, sie hat sich gar nicht selbst entwickelt, sondern sie musste immer nur von anderen quasi gerettet werden. Ja, und es gab eben keine richtige Handlung. Man hat bis zum Ende eigentlich gar nichts erfahren. Das Ende, das Finale fand ich auch eher nur so mau. Das Fantastische hier drin konnte mich auch leider überhaupt nicht überzeugen. Das fand ich nicht rund. Das hatte kein, wie gesagt, kein Konzept. Es gab hier aber schon ein paar tolle Ideen und ich finde, die hätte sie zusammennehmen müssen und sich darauf fokussieren können. Es gab zum Beispiel Zwergdrachen, fand ich natürlich ganz großartig und auch die Besitzer des Pflanzengeschäfts, die Feen, die fand ich irgendwie auch sehr amüsant. Und es blitzte zwischendurch, blitzte dann doch wieder der Humor
auf zum Beispiel eine Statue, die die ganze Zeit gereimt hat und aber die Reime nicht gefunden hat. Und Mathilda musste ihm dann immer helfen. Und er ist ein Torwächter, aber einer, der ganz schlecht Geheimnisse für sich behalten kann. Und es blitzte immer wieder auf. Und da hatte ich dann meine Freude dran. Das konnte mir das Buch dann doch noch bieten zwischendrin. Aber das, was die anderen Bände mir sonst noch geboten haben, das war es leider nicht. Und ich habe jetzt auch entschieden, es nicht weiterzulesen. Es kann natürlich sein, dass sie im Band 2 und 3 die Welt noch ein bisschen ausbaut und noch mal ein bisschen runder macht, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass sie das jetzt noch hinkriegt, weil das einfach, wie gesagt, für diese kleine Trilogie, für diese paar Seiten und für ihren Schreibstil und für ihre Art einfach zu groß aufgemacht wurde und doch ein bisschen zu chaotisch war. Die anderen beiden haben es, glaube ich, sogar noch kritischer gesehen, Kali und Sarah. Ich, wie gesagt, konnte zwischendurch immer noch den Humor so ein bisschen genießen, aber hatte halt eben auch meine Kritik. Also ich schwanke so zwischen 2,5 und 3 Sterne, aber ich glaube, 3 kann ich es einfach nicht geben. Es wären dann so doch 2,5 und deswegen, ja, wird das Buch ausziehen und ich werde immerhin nicht weiterlesen. Vielleicht werde ich so ein bisschen ja, in andere Rezensionen reinschauen, wie es denn weitergeht. Irgendwie ist man dann ja doch so ein bisschen neugierig und mir fällt es ja auch nicht immer so leicht rein, einfach so abzubrechen. Aber andererseits erleichtert es mich auch so ein bisschen, weil ich möchte ja nicht mehr so viel offene Reihen haben und damit hätte ich eine offene Reihe weniger und das ist doch auch ganz nett. Ja, Freunde, wir sind tatsächlich durch. Ich habe 1,5 Stunden gequatscht und ja, mir kratzt es tatsächlich im Hals. Aber ich muss sagen, es lief echt gut. Ich hatte gar nicht so viele Momente, wo mir Worte gefehlt haben oder wo ich jetzt gemerkt habe, okay, da muss ich jetzt gleich noch schneiden, das muss ich nochmal sagen, da muss ich den Satz nochmal von vorne anfangen. Das heißt, ich muss auch gar nicht so viel schneiden. Das erleichtert mich ein bisschen, weil das Schneiden ist ja etwas, was ich wirklich nicht gerne mache, besonders bei so einem langen Video ist das immer ein großer Angang, weil da kann man auch nichts nebenher machen. Da kann ich nicht nebenher ein Hörbuch hören oder nebenher eine Serie anmachen. Da muss man wirklich konzentriert sein und hören, was man da selbst erzählt. Und das kann manchmal doch ein bisschen anstrengend sein. Ja, werde natürlich trotzdem 2 Stunden doch in Anspruch nehmen, weil ich diese 1,5 Stunden ja einfach durchhören und durchgucken muss und vielleicht noch ein, zwei Cover einblenden muss, ja. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht war ja etwas für euch dabei. Also es waren doch einige Bücher dabei, die ich kritisch gesehen habe und die mich doch so ein bisschen enttäuscht haben. Aber es waren auch wirklich tolle Bücher dabei. Und ich fand auch wieder eine tolle Mischung innerhalb der Fantastik. Ich hoffe, für euch war etwas dabei. Wenn ihr von den Büchern irgendwas gelesen habt, dann schreibt eure Meinung doch gerne in die Kommentare dazu. Und ihr könnt mir natürlich auch gerne erzählen, was ihr so gelesen habt in den letzten Monaten, eure Highlights, eure Lowlights, wie ihr gerne möchtet. Ich freue mich auf den Kontakt und freue mich auch, dass es jetzt wieder losgeht. Ich hoffe, ihr auch und mal schauen, was dann als nächstes kommt, was ich als nächstes mir dann aussuche für ein Video. Aber jetzt bin ich froh, dass ich ja erstmal meine ganzen gelesenen Bücher besprochen habe und das sozusagen abhaken kann. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.